Manch Kampf hinterlässt Spuren in der Geschichte, die man dem Land nicht ansieht. Dies ist der Schauplatz der Schlacht von Hastings. Man sieht nach fast 1000 Jahren keine Spuren mehr von der blutigen Auseinandersetzung. Doch hier wendete sich das Schicksal Englands. Hier wurde ein König getötet und sein Bezwinger erhob Anspruch auf den Thron. Dank ihm wissen wir, was an diesem Tag geschah. Der Teppich von Bayeux. Eine sorgsam gehegte Abbildung der Ereignisse. Er zeigt die Hauptakteure. Harald, den neu gekrönten angelsächsischen König von England. Und seinen Herausforderer. Wilhelm, Herzog der Normandie. Ihm hätte der vorherige König die Krone versprochen. Also versammelte er eine Armee, plante die Überfahrt nach England, wo er den Thron von König Harald erobern wollte. Doch ein Sturm vereitelte sein Bestreben. Derweil stellte Harald fest, dass Wikinger im Norden gelandet waren und ebenfalls seine Herrschaft bedrohten. Er eilte ihnen entgegen. In Frankreich wartete Wilhelm auf bessere Bedingungen für die Überquerung des Ärmelkanals. Das Wetter klarte auf. Er ergriff seine Chance. Meilen weiter nördlich hatte Harald die Wikinger bezwungen. Als er von Wilhelms Ankunft erfuhr, trieb er seine Armee nach Süden. Um 9 Uhr morgens, auf diesem Hügel, stand Wilhelms normannische Armee bereit für die Schlacht gegen Haralds Angelsachsen. Man harrte gespannt. Und der Preis? England selbst. Die Schlacht bei Hastings und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal Age of Empires 4. Ich bin ein alter Fan, ich habe die alten Teile auch gespielt und der neue Teil hat mich gereizt, dass ich das mal wieder anschaue. Ich weiß nicht, ob ich es im Let's Play durchspiele, ob ich es eher für mich spiele. Ich werde auf alle Fälle ein paar Aufnahmen machen und spielen die Kampagne durch, erstmal. Ich muss sagen, die ersten 2 Missionen habe ich schon gespielt. Und eigentlich auch aufgenommen, aber ich hatte ein Problem mit der Tonspur. Jetzt muss ich es also nochmal machen. Kleines Ding, jedes Mal, wenn hier im Spiel irgendjemand was sagt, dann halte ich die Klappe, weil ich kann das selber nicht ausstehen, wenn irgendjemand über den Sprecher drüber redet. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Am 14. Oktober 1066 stand Wilhelm der Normanne kampfbereit am Fuße eines Hügels. Oben hatte sich König Harald von England mit seiner angelsächsischen Armee postiert. Auf diesem Hügel würde sich das Schicksal Englands entscheiden. Und los geht's. Wir werden schon in die Schlacht reingeschmissen. Und wir holen uns den Thron. Angriff! Die normannische Armee führte den ersten Angriff und stürmte frontal auf den Schildwall zu. Aber wir kommen hier leider nicht durch. Das ist mir eigentlich im Nachteil, nachdem die hier oben sind. Obwohl Wilhelms Armee tapfer gegen den Schildwall ankämpfte, wollte er nicht fallen. Sobald ein Mann fiel, nahm der Nächste seinen Platz ein. Überlappende Schilde in enger Formation schufen eine fast undurchdringliche Barriere. Wilhelm erkannte, dass seine Armee den Schildwall nicht durchbrechen konnte und blies zum Rückzug.
Wilhelms vorgetäuschter Rückzug funktionierte. Die angelsächsische Armee löste ihre Formation auf, um dem Feind nachzusetzen, und gab Wilhelm so den nötigen Handlungsspielraum. Tu dir gerade schon mal gruppieren. Kaum hatten Haralds Männer den Schildwall aufgelöst, konnte Wilhelm sie bei ihrem Ansturm. Und auch die Sonderfähigkeit. Da kämpfen sie schneller. Sehr gut. Oh je, jetzt kriegen wir hier Stress. Die Angelsachsen setzten Reihen von Speerkämpfern gegen die Eindringlinge ein. Aber Wilhelm hatte eine Antwort. Seine scharfäugigen Bogenschützen. Ich muss sagen, das mit dem Gruppieren ist echt eine weitere gute Funktion. Normannische Soldaten verstärkten Wilhelms Armee. Die kann ich dann auch hier anklicken. Sehr gut. Wir müssen schauen, dass wir die Bogenschützen hier gut verteidigen. Dass die nicht angegriffen werden. Oh shit, da brechen sie durch. Aber Gott sei Dank kriegen wir hier Nachschub. Da kommt es mal hier. Bitte die verteidigen. Sehr gut. Aber Nummer 2 ziehen wir hier mal zurück. Und hier kommt's bitte hierher. Okay, sehr gut. Bogenschützen hierhin. Angelsächsische Bogenschützen schlossen sich dem Kampf an. Und die tödliche Kavallerie der Normannen machte sich zum Angriff bereit. Doch zuerst mussten Wilhelms Truppen die feindlichen Speerkämpfer beseitigen, deren starke Stangenwaffen ein Pferd. Jetzt ist aber die Markierung weg. Konnten. Okay, es läuft schlecht. Scheiße. Wir müssen unseren Anführer heilen. Gott sei Dank stirbt er nicht sofort. Weitere normannische Bogenschützen schlossen sich der Schlacht an. Ich muss schon sagen, ist cool inszeniert für die erste Mission. Und vor allem, dass es ja historisch korrekt ist. Okay, jetzt machen wir es mal mit alle. Tut uns ja ganz schön stressen, muss ich sagen. Als die Kämpfer keine Gefahr mehr darstellten, konnte Wilhelms Kavallerie auf die angelsächsischen Bogenschützen losstürmen. Wunderbar. Hier mal unterstützen. Und ich hoffe, die werden jetzt auch gleich blau. Sehr gut. Die sächsische Armee war in Auflösung begriffen. Ihr Schildwall war zerschlagen und die Zahl ihrer Kämpfer schwand. Und hier in der Linie, bitte. König Harald selbst stand zwischen Wilhelm und dem Sieg. Ach, kommt schon. Haralds letzte verbliebene Soldaten stellten sich ihren König ihr Leben für das Sein. Der König ist wieder tot. Alles schicken, was wir hier haben. Normannische Kavalleristen trafen auf. Das wird auch später noch wichtig. Also, an der Truppenanzahl sollten wir hier nicht sparen in dem Spiel. War in echt vermutlich ein bisschen taktischer als für das, was ich hier mache. Da, heft sie mal bitte.
Ich finde auch die Videosequenzen ziemlich geil, nachdem das ja echte Aufnahmen sind. Vor allem in 4K sieht es so gut aus. Also wenn ihr hier das Let's Play anschaut, schaut es euch in 4K an. Auch wenn ihr kein 4K-Monitor habt, es sieht dann einfach schöner aus. Können wir hier nochmal das hier einsetzen. Und alles raufschicken, was wir haben. Und dann gehört uns England. Da ist er gefallen. Der angelsächsische König Harald war gefallen. Inmitten des Chaos kämpften einige seiner treuesten Soldaten bis zum Tod, während andere panisch flohen. Schade, dass die Leichen nicht lange liegen bleiben. Ihres Anführers beraubt und vernichtend geschlagen, rannten die letzten Angelsachsen um ihr Leben. Die Normannen feierten ihren Sieg über den König, doch Wilhelms Feldzug zur Eroberung Englands begann gerade erst. Und das war auch schon die erste Aufwärmmission. In der zweiten geht es dann mal so richtig zur Sache. Aber ich will nicht so viel spoilern. Gibt's jetzt gleich. Das Coole ist, man kann sich die ganzen Videos und so im Nachhinein nochmal angucken. Coole Sache. Das war jetzt 1066 Hastings. Weiter geht's. In der Schlacht von Hastings änderte der Tod eines Mannes die Geschichte. Hier, an der Südküste von England, wurde der angelsächsische König Harald getötet und seine Armee durch Wilhelm die Normannen bezwungen. Die Herrschaft der Angelsachsen war für immer gebrochen. An Weihnachten 1066 wurde in der Westminster Abbey Wilhelm als erster normannischer König Englands gekrönt. Jetzt musste er seine Macht im Land sichern. Indem er der Landschaft seinen Stempel aufdrückte. Er baute Kathedralen und Burgen an strategischen Punkten. Dergleichen hatte man in England noch nie gesehen. Und sie machten der angelsächsischen Bevölkerung klar, wer im Land das Sagen hatte. Doch nicht alle waren erfreut über die normannische Herrschaft. Angelsächsische Revolten brachen im ganzen Land aus. König Wilhelm handelte schnell und schlug sie nieder. Doch in einer Region geriet die Unzufriedenheit außer Kontrolle. Nordengland. 1069 schlossen die Herrscher von Northumbrien eine Allianz mit Wikingerkämpfern. Sie marschierten auf das von Normannen besetzte York. Eine große Stadt mit einer wichtigen Kathedrale, noch immer geschützt von Mauern aus römischer Zeit. Doch die Mauern konnten York nicht retten. Stadt und Festung fielen an die Rebellen. Wilhelms neues Königreich war bedroht. Er musste die Stadt wieder unter normannische Kontrolle bringen. Wilhelm war gezwungen, seine Männer nach Norden zu beordern. Doch wie viel Widerstand von den Rebellen würden den normannischen Streitkräften auf ihrem langen Marsch nach York begegnen? Ja, geht ja gar nicht. Da haben wir jetzt England und in York gibt's Stress. Ja, dann holen wir uns doch mal York. Wir haben jetzt 1069 und jetzt kommt so das erste Mal ein bisschen Age of Empires Feeling auf. Ich muss sagen, die Ladezeiten sind okay. Das dauert eigentlich nie wirklich lange. Schade, dass sie das nicht während der Filmsequenz machen. Straße nach York. Wilhelm der Eroberer marschierte mit seinen Normannen gen Norden, um York von den Rebellen zurückzuerobern.
Doch auf seinem Weg lagen Städte, die seinen Feinden aus dem Norden Unterschlupf gewährten. Ja, er würde nicht mehr lange. Die Städte zurückholen, und zwar mit Gewalt. Schade, dass man mit WASD nicht hin und her gehen kann, sondern nur mit den Pfeiltasten. Oh, und ein Speer, aber das wird dir nicht viel bringen. Ach, die Kampfschreie. Das sind keine Gegner für uns. Und schaut mal, wie schön das alles aussieht. Grafik ist natürlich aufs Maximale eingestellt. So, und hier die letzten noch. Wunderbar. Und da gehört es uns. Und die Truppen werden wir schon mal hier platzieren. Und fassten so im Norden Fuß. Da die Verstärkung für seine Armee bald eintreffen sollte, brauchte Wilhelm weitere Rohstoffe, um sie zu versorgen. Jetzt muss ich mal schauen. Wir werden hier gleich mal hier alles ausbauen. Wie gesagt, ich habe ja das schon mal gespielt, also ich weiß, was kommt. Okay, die bauen hier erstmal. Hier. Jetzt mal bitte nach da vorne. Wo ist mein Speer? Sind meine Speer schon gefallen? Oh, Tatsache. Okay, Dorfbewohner, brauchen wir jetzt mal einige. Die sind jetzt mit da vorne. Ich muss sagen, das ist eine echt coole Ansicht hier unten, dass du siehst, welche Dorfbewohner untätig sind. Ich meine, das gab es auch früher schon. Und wie viel du zu den Ressourcen zugewiesen hast. So, du wirst Baumfäller. Und wir sollen 2 Häuser bauen. 5 sollen zum Holzhacken geschickt werden und 4 Felder. Das haben wir jetzt hier gerade schon. Die Mühle gibt hier einen Boost drauf. Also da gibt dann etwas Brechmühle für sie, erhöht sich das Zeitalter um. Ja, die Ernterate wird dann erhöht. Später gibt es dann noch mehr Perks, wenn wir dann hier upgraden auf die 2. Stufe. So, bitte einmal Holz. Hier steht es da ganz gut. Schwierigkeitsstufe ist übrigens Mittel. Das ist auch genau die Stufe, die sie empfehlen, um Age of Empires zu spielen. Ubi Vado, Sprache für die Sims. Okay, Häuser brauchen wir auch noch. Sollen wir jetzt hier gleich mit dem nächsten machen? Ah, wir haben nicht genügend Rohstoffe. Oh, das haben sie echt schön gestaltet. Ja, doch. Ich weiß, es ist mal nichts mit Eisenbahn und Co., aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Holzfällerlager. Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Hier wurde schon Holz abgehakt da unten. Sollen wir euch 3 nochmal markieren? Hier geht's auch mal noch da unten. Ich hab's hier gern ordentlich. Weil im ersten Let's Play war ich hier unten schon und da seht ihr, da wurde schon abgehakt. Sollen also auch da weitermachen. Häuser. Machen wir hier mal. Und da ist der Angriff. Wir brauchen vor allem Holz.
könnten uns noch überlegen, dass wir das hier mal zwei machen. Weil Nahrung wird sehr wichtig werden. Wir brauchen nämlich ein paar Truppen hier. Aber wir meinen jetzt mal hier das Holzfällerlager hinbauen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Kannst gerade alle mal mithelfen hier. Haben wir Dorfbewohner. Und die Holzpalisaden und Wände, also die der Wall hier, bringen so wirklich gar nichts. Da bist du so schnell durch mit den Truppen. Na? Hier bitte bauen. Okay. So, ihr seid meine Baujungs. Und ihr macht's weiter. Sogar mit Animation hier. Aber man kann die Kamera nicht drehen. Also ich hab's zumindest nicht rausgefunden, wie. Okay. Häuser. Hier bitte. Und hier. Sind erst bei 110. Bergarbeiterlager bringt uns noch nichts. Hier haben wir nichts zum Abbauen. Also das weiß ich einfach schon, weil ich das hier schon einmal aufgedeckt habe. Aber wir werden hier noch ein paar Häuser bauen. Die normannische Armee war nun durch eine Stadt gut versorgt. Doch es bedurfte anhaltender Bemühungen, damit die Armee bei vollen Kräften blieb. Wie recht du hast. So, dann möchte ich das hier irgendwo auch reinklatschen. Und hätte hier gerne noch ein Feld. Ein zweites Feld da. Und da ist die Verstärkung. Eine weitere Rebellenstadt widersetzte sich Wilhelms Herrschaft. Ja, die werden wir jetzt aber noch nicht holen. Ich möchte es hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Weil ich will auch hier die Armeeproduktion haben. So, aber erstmal Nahrung bis zum geht nicht mehr. Schubkarre, Tragekapazität, das machen wir mal. Und dafür brauchen wir Gold, aber das haben wir nicht. Ich glaube, das reicht, dass wir hier 8 haben. Da haben wir 320 pro Minute. Also, nee. Hier haben wir 370 Holz. Von Nahrung würde ich auf alle Fälle noch mehr haben. Wir brauchen noch eins. Einen haben wir schon. 1, 2, 3 brauchen wir noch. Also 2 hier. Du machst hier bitte auch ein Feld. Wir können eigentlich den Bauauftrag schon für alle hier geben. Hier fehlt ja ein Feld. Also wir brauchen hier noch einen. Und ihr könnt schon mal nach da vorne gehen. So, das Feld hier bitte. Ach, das sind schon die Nächsten. Aber die haben keine Chance. Könnte eigentlich gerade da mal stehen bleiben. Das finde ich gar nicht mehr so doof. Hier, das Feld bitte. Und noch mehr Häuser wären auch nicht schlecht.
Okay, haben wir hier noch einen? Einer, der ist untätig. Okay, Kaserne. Wenn wir hier bauen, uns gleich schon mal zwei. Und hier haben wir jetzt alles besetzt. Sehr gut. Kommt das hin? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist aber jetzt nicht alles bewirtschaftet. Ne, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da fehlen noch zwei. So, und von euch zwei, ihr sammelt euch immer hier bitte. Aber da haben wir 3, 1, 2, also das ist hier voll, dann fehlt es also hier. Das Feld und das Feld, würde ich sagen, ist es. Da, glaube ich, können wir, ja, da können wir noch nichts machen. So, eine noch. Weil du kommst jetzt hier mal rein. Okay, dann haben wir hier 16. Alles hier voll belegt. Das heißt, wir haben 600... Naja, geht vielleicht auf 800 gleich rauf. So, ihr zwei. Da braucht's Gold. Das bei allen gleich viel. Ah ja, sehr cool. Gut, und dann werden wir hier mal die Stadt da oben einnehmen. Boah, was heißt Stadt? Das ist dann eher ein Dorf. Ja, schon ein bisschen französisch. Oh, sind aber schnell weg hier, die Gegner. Weiter geht's. Und ihr werdet es gleich sehen, die machen es uns gerade richtig einfach. Denn da ist offen. Das werden wir aber dann gleich mal wieder zumachen. Auch wenn es gar nicht so viel bringt. Geil. Und wir haben gleich einen Marktplatz. Sehr gut, dann können wir wieder Sachen verkaufen für Gold. Also mal schauen, dass wir hier nicht allzu viel kaputt machen. Denn alles, was noch stehen bleibt, können wir uns ja dann. Full Fort. Kleines Dörfchen hier. Und der letzte hier. Wunderbar. Die Armee werden wir hier draußen gleich platzieren, denn wir werden Besuch kriegen. Ihr macht es hier gleich mal dicht. Spiel wird gespeichert. Das war jetzt übrigens meine Katze. da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. Ja, das kommt gleich. Und ihr geht's hier gleich mal Gold sammeln. Das würde ich ganz toll finden. Und dann müsste man nach oben in der Inversionsstufe. Ihr... Was warst du? Gehst mal Holz hacken da unten. Bitte entschuldigt. Für die nächste Stufe... Also wir brauchen Stall, Nahrung, Gold und Wahrzeichen zu errichten. Ist weg gemacht und da hätte ich dann noch gerne ein Tor. Und auch du machst hier bitte ein Tor. Wie ging das mit dem Wahrzeichen? Scheint sie aber da voran, eigentlich ein sein Wahrzeichen. Das kann ich. Das ist die Kaserne. Ja, warte mal, jetzt haben sie Nahrung und Gold, um ein Wahrzeichen zu errichten.
Richte ein Wahrzeichen. Speer. Geh. Okay, du wirst jetzt mal hier Gold sammeln. Dann werden wir hier das mit dem Pferd noch machen. Ah, ihr könnt schon mal nach da. Und hier holen wir so einen Bauarbeiter. Bedingung, zweites Zeitalter. Zweites Zeitalter. Zur Feudalzeit. Da haben wir ja Wahrzeichen bei den Bogenschützen, wo sie schneller produziert. Heilt alle Einheiten. Ja, das hätte ich gern. Und zwar hätte ich das Wahrzeichen gerne. Jetzt gern hier drin irgendwo. Nicht hier draußen. Kann ich das mit Q und E drehen? Geht das? Nee, ne? Wir machen es da rein. Dann brauchen wir hier noch ein paar Dudes. Brauchen wir 5. Und wir werden angegriffen. Wie prophezeit. Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, dem Dänen. Die werden wir dann auch recht schnell platt machen müssen. Die werden das nämlich durchgehend nerven. Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Doch die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlte. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ach, wir machen es einfach mal hier voll. Von euch zwei, ihr könnt es euch gerade schon mal immer hier sammeln. Ihr zwei baut bitte das Denkmal, damit es hier weitergeht. Und dann werden wir hier noch die Produktionsstätten verbessern. Ich muss aber ein Schaf. Sehr gut. Doppelt so schnell. Sehr gut. Und wir brauchen noch den... Ja gut, das können wir jetzt noch nicht bauen. Dafür werdet ihr mal bitte Stein sammeln. Bevor wir die Dänen angreifen, hätte ich einfach noch gern mehr Soldaten. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben hier noch ein... Was kostet das? 150 Holz nur. Und wenn wir hier noch eine Kaserne hinhauen. Und der Heilung so mittelmäßig hier, die werden wir dann mal kurz da unten hinschicken. Dich schicke ich schon mal dahin. Ich bitte. Ich muss jetzt auch gleich mal fertig sein und ich möchte auch, dass ihr daher kommt. Und du gehst Steine sammeln. Da muss man es abwechselnd. So. Die müssen wir dann auch noch upgraden. Sollte aber nicht mehr allzu lang dauern. Ah, da waren wir schon wieder angegriffen. Und ein neues Zeitalter. Sehr gut. So, dann schickt mir die jetzt mal ganz kurz hierher. Und ihr geht jetzt bitte alle Gold sammeln. Und dann upgraden. Das da und das da. So, und dann hätte ich gerne noch einen Stall. Wenn du das gebaut hast, hätte ich gern eine Schmiede. Kannst du das erstmal hier bauen? Immer kostenlose Heilung ist doch immer super bei sowas.
Okay. Ist was, wir werden das jetzt mal hier abbrechen. Das sollen das mal hier zuerst machen. Und hier können wir noch upgraden. Und ebenfalls bei der Mühle. Na, da brauchen wir erstmal Gold dafür. So, seid ihr geheilt. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich auch schon mal angreifen. Gold haben wir jetzt 8 Leute. Dank ihren Stellungen konnten die Verstärkung. Kavallerie ihrer Armee verstärken. Sehr gut. Jetzt gerade mal hierher kommen. So, dann haben wir auch hier schon gleich das Upgrade fertig. Sehr gut. Aber die ist ja noch im Alten. Einer macht nichts. Achso, ja, klar. Die Pferde hätte ich auch gern hier oben, wenn sie produziert werden. Und hier bei der Schmiede Nahkampfschaden erhöhen, Nahkampfrüstung verbessern. Ja, das machen wir alles. Entschuldigung, haben wir kurz was vermissen. Du machst das hier. Und ein paar Pferde hätte ich jetzt gern. So, und ihr macht jetzt da auch mal weiter. Ja, das ist ja kein Problem für uns. Sehr gut. Dann machen wir den hier mal platt, würde ich sagen. Gold. Sonst nur Träume. Wir werden jetzt gleich mal blöd schauen, was da alles auf sie zukommt. Na komm, weiter da. Die Normannen hatten die Quelle der dänischen Bedrohung ausgemacht, einen Außenposten auf dem Wasser. Wilhelm stand vor einer Entscheidung. Jetzt gibt's Stress. Er konnte das Lager umgehen, mal, wie schnell es runtergeht. Es zerstören oder den Dänen das geforderte Gold auszahlen. Cool ist, wir kriegen ja hier Gold. Da hat jeweils 300 Gold in den Kisten. Muss ich sagen. Oh, wunderbar. Ah, 300 Gold. Na? Was wollt ihr denn noch? Sollen wir hier alles zerstören oder was? Na dann, reißen wir hier mal alles nieder. Indem Wilhelm den dänischen Außenposten zerstörte, sehr gut. Nahm er den Rebellen gemacht. Einen wichtigen Verbündeten. Und jetzt einmal die Armee. Ja. Die Armee hier platzieren. Könntest dann auch mal hier raufkommen. Beziehungsweise wir werden sie noch heilen lassen. Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Wisst ihr was? Rein von den Reiter hätte ich gern hier nochmal zweites. Und Bogenschützen hätte ich hier auch gern zwei. Weil die Bogenschützen finde ich aktuell ein bisschen schwach.
können wir momentan nicht mehr machen. Alles geupgradet. So, und hier wird auch noch fleißig produziert. Da haben wir noch 4300. Schaut's aus bei der Heilung, ja, die könnten eigentlich noch alle einmal alle pushen. Wir haben's ja. Hier kommt's dahin. Und dann greifen wir hier York an. In den Überraschungsangriff. So, alle beide bitte hier oben. Und bei den zwei. Na komm. Hätte ich euch auch gerne hier. Und bei beiden mal Bogenschützen. Und dann sind wir eh schon im Maximum da. Ah, ihr seid soweit geheilt. Okay. Die werden sich wundern. Ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich wesentlich länger gebraucht. Aber jetzt bin ich irgendwie wieder drin. Einer macht nichts. Achso, ja, das ist er da. Kann sich mal hier wieder um das Schaf kümmern. Immerhin 250. Denkt, wie alt die Serie jetzt schon ist, ne? So, was haben wir jetzt da? 122. Was macht's denn hier da? Na, ah. Ja, und mehr gibt's nicht mehr. Ja, seht ihr. Das war überhaupt kein Problem. Aber warten wir hier noch auf die letzten. So musste es. Letzten Nachtzügler hier noch. Wobei, hier könnten wir auch schon mal vorproduzieren lassen. So wie die Leute dann sterben, dass wir dann mehr kriegen. Dass wir hier immer einen schönen Nachschub haben. Oh ne, hey, Jungs, kommt sie her. Ah, ich hätte die Position halten sagen sollen. Okay. Ich würde sagen, mit der Armee marschieren wir jetzt in York rein. Das geht's. Ich wollte schon mal die Bogenschützen hier fertig machen. Die werden sonst noch nerven. Alter, da fahren wir jetzt lieber wie eine Dampfwalze. Und gerade auf die Bogenschützen los. Die normannische Armee strömte in die Stadt York und begann sie zu plündern, während sie sich auf den Bergfried stürzten. So, die Gebäude können wir erstmal ignorieren. Stress uns erstmal nicht. Truppenübungsplatz und da ist der Bergfried.
Nice. Was für eine Schlacht. Fokus sollte jetzt mal hier die Bogenschütze sein. Aber wegen denen habe ich das erste Mal schon verloren. Oh, und die nächste Unterstützung. Komm, bleibst du mal hier schön da. Bergfried kann erstmal warten. Indessen gehen wir mal kurz dann noch da unten. So. Und dann hat das mal kurz geregelt. Geht's auf die Bogenschützen los? Mein Gott, nicht die Gebäude kaputt machen. Das Tor ein und auf die nächsten Bogenschützen. Hauptsache die Dorfbewohner haben das auch. Das wird euer Tod sein. Ja, de facto haben wir schon gewonnen. Und da stürzt ein. Das war's mit Diog. Das war's wie eine Dampfwalze. Die Festung fiel an die normannische Armee und York war gesichert. Die Rebellion im Norden war vorüber und Wilhelm der Eroberer, der unangefochtene König von England. Wunderbar, damit haben wir die zweite Mission hinter uns. York gehört uns und in England ist vorerst Frieden. Das war's auch mit der ersten Episode. So viel euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar da oder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Bis denn dann. Tschüss.